Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder und wir stehen vor Claire, die uns, nachdem wir jetzt erfahren haben, dass Devos zur anderen Seite gehört, die schickt uns ihr natürlich hinterher. Unsere Aufgabe ist noch nicht vollbracht. Wir haben vielleicht die Verschmähten hier in der Elysischen Feste zurückgeschlagen. Aber das war nur eine Ablenkung, ein Ablenkungsmanöver, um unsere Streitkräfte aufzuteilen. Die Archon und die Paragons selbst erobern jetzt die Spitzen zurück. Wir müssen ihnen in dieser dunklen Stunde beistehen. Tötet Devos Paragon des Zweifels in den Spitzen des Aufstiegs. Das ist eine Instanz und wir werden uns wiedersehen, wenn wir Devos besiegt haben. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Eine Aussichtbleibende zu sein, mich heilen, war so alles, was ich mir je die erhofft hatte. Für mich. Sie sagt schon wieder zwei Sachen auf einmal. Ich finde das immer ein bisschen blöd, wenn dann die normale Abschiedsformel kommt sozusagen und dann noch irgendwas, was mit der Quest zusammenhängt, ist immer so ein bisschen doof. Also, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg, Devos zu besiegen. Und treffen uns dann hier wieder, wenn wir das erfüllt haben. Wir sind weit in der Unterzahl. Die Verschmähten haben eine Schneise durch unsere Truppen geschlagen. Bezwingt ihre Nachhut, während ich Devos konfrontiere. Geht und dient. Ihr wart das Paragon der Loyalität, Devos. Dabei habt ihr die ganze Zeit die Verschmähten angeführt. Dass ihr dem Pfad so blind gefolgt seid, hat uns fast vernichtet. Ich musste mich euch in den Weg stellen. Verschmähte, stellt sicher, dass sich die Sterblichen nicht einmischen. Kommt zur Vernunft, Devos. Die Kyrianer müssen zusammenhalten. Nicht solange ihr sie befehligt. Die Verschmähten werden für die Bastion einen neuen Pfad ebnen. Äonenlang hören wir, wir müssen uns läutern. Unsere Erinnerungen, unsere Identitäten und Liebsten aufgeben. All das im Namen des Dienstes. Aber wem dienen wir? Einer unfähigen Richterin, tyrannischen Gesetzen, unsere Opfer waren vergebens. Wir opfern, weil wir müssen. Bürden Sterblicher behindern nur unsere heilige Pflicht. Nein, ein Sterblicher war es, der den Wahnsinn eurer Edikte entlarvt hat. Was ich in Utas Erinnerungen sah, erschütterte mich bis ins Mark. Aber ihr verschließt die Augen vor der Wahrheit, dass der Pfad eine Lüge ist. Und so habe ich dem Kerkermeister zugehört. Ich habe von dem großen Unrecht erfahren, das ihr ihm und uns allen angetan habt. Er holt uns aus den Gefängnissen, die wir uns selbst errichtet haben. Und dafür hat er sich meine Loyalität verdient. Und ich betrauere euren Verrat. Fügt euch, Archon. Ich diene jetzt einer viel größeren Macht. Mit eurem Speer werde ich die Spitzen übernehmen und neue Paragons schmieden, die die Kyrianer anführen.
Der Kerkermeister hat euren Verstand vergiftet, Devos. Dieser Speer soll euer Herz durchbohren. Ihr müsst aufgehalten werden. Um jeden Preis. Die Spitzen gehorchen meinem Befehl. Die Winde heulen vor Wut. Der Speer bringt sie mit ihm zu Fall. Ich gebiete über den Speer der Archon. Verschwindet von hier! Sterbliche, nehmt meinen Speer! Nein! Wir müssen den Pfad aufgeben! Devos! Die Intrigen des Kerkermeisters haben die Kyrianer gespalten. Wir müssen sie wieder versöhnen. Lang haben wir unsere sterblichen Leben als Bürde gesehen, die es für den Dienst abzulegen gilt. Doch am Ende haben uns Sterbliche gerettet. Habt meinen Dank. Sobald der Kerkermeister besiegt ist, gibt es für die Kyrianer viel zu besprechen. Ein schimmernder Seelenspiegel lenkt eure Aufmerksamkeit auf Devos Leiche. Merkwürdig, dass sie einen bei sich hatte. Vielleicht sollte Thenios einen Blick darauf werfen. Bringt den mysteriösen Seelenspiegel zu Thenios im Tempel im Äonischen Archiv. Ich will euch helfen. Wie kann ich behilflich sein? Thenios untersucht den Spiegel genau. Ich verstehe. Der enthält. Es wurde Zeit, dass ihr seht, was nur wenige gesehen haben. Utas Ankunft in der Bastion. Ah, sehen wir jetzt endlich mal das Video? Uta war ein Verfechter der Gerechtigkeit in eurer Welt. Ihr seid sicher überrascht, dass er hier einem Anführer folgt, der alles verkörpert, wogegen er im Leben gekämpft hat. Ich glaube, ihr solltet seine Erinnerung selbst sehen. Bringt sie zu meinem Seelenspiegel und betrachtet die Erinnerung darin. Benutzt den Seelenspiegel im Äonischen Archiv, um euch Utas Ankunft in der Bastion anzusehen. Setzt eure Reise fort. Da warte ich ja jetzt schon so lange drauf, wo denn das versteckt ist. Mit Luna hatte ich das nämlich nicht, obwohl ich hier, ich denke mal, das erfährt man tatsächlich nur als Kyrianer, oder? Ja, mal schauen. Ist das der Seelenspiegel? Oh ja, dann schauen wir mal, was Uta erlebt hat. Licht, rette meine Seele. Uta. Wo bin ich? Willkommen in der Bastion. Eures war ein wahrhaft selbstloses Leben.
Daher wurdet ihr auserwählt. Auserwählt? Eure sterbliche Last abzustreifen und euch den Rängen der Aufgestiegenen anzuschließen, die Seelen der Toten in die Schattenlande tragen. Ich diene dem Licht. Und mein Dienst ist nicht beendet. Es gibt noch ein Übel, das... Hier gibt es kein Übel. Die Dunkelheit wurde im Schlund eingeschlossen vor langer Zeit. Ihr irrt euch. Er hat meine Heimat verwüstet. Mein Volk und meinen König ermordet. Er muss bestraft werden. Ihr seid jetzt ein Aspirant. Ihr müsst eure neue Bestimmung annehmen und dieses Trachten nach Rache aufgeben. Wonach ich trachte, ist Gerechtigkeit. Devos, warum trainiert ihr diese Seele? Als Paragon ist das unter eurer Würde. Er kann sich nicht lösen. Er verlangt Vergeltung für seinen Tod. Und das beschäftigt euch? Viele Seelen brauchen Äonen, um aufzusteigen. Ja, aber diese hier scheint gebrochen, Tenios. Anders als jede andere Seele. Ich beginne mich zu fragen, ob sein Aufenthalt in der Bastion ein Fehler ist. Vorsicht, Devos. Lass nicht die Archon solche Gedanken hören. Mit der Zeit wird er vergessen. Vertraut unseren Methoden. Vertraut dem Pfad. Devos, wie lang müssen wir trainieren? Bis ihr bereit für den Aufstieg seid. Und was hält mich vom Aufstieg ab? Nichts, bis auf die Erinnerung an euer Leben. Wie soll ich vergessen, wenn ich noch immer seine Klinge spüre? Eure Seele ist verwundet? Wer hat euch das angetan? Mein Schüler. Er hat uns alle verraten. Zeigt es mir. Die Runen auf der Klinge waren unverkennbar. Dieses dunkle Wesen ist auf freiem Fuß auf einer Welt der Sterblichen und hält die Macht des Schlunds in der Hand. Unser Reich ist in Gefahr. Ausgeschlossen! Dem Schlund entkommt nichts. Ihr müsst auf den Pfad zurückkehren. Hätte er seine Erinnerungen geläutert, hätten wir nie von diesem Unheil erfahren. Der Pfad ist nicht die Antwort. Genug! Die Ordnung in den Schattenlanden hängt davon ab, dass wir unsere ewige Aufgabe erfüllen. Ihr werdet von diesem Gedanken ablassen. Wie ihr befehlt, Archon. Uta! Der Moment eures Aufstiegs ist gekommen. Ich dachte, ich bin nicht bereit. Wollt ihr ihn bestraft sehen? Ja. Dann macht euch bereit. Sobald er fällt, ergreifen wir ihn. Ich sehe nur Finsternis vor mir. In den Schlund. Gebt ihn der Dunkelheit, der er dient.
Seine ewige Folter erwartet ihn. Er war mein Schüler. Bedenkt, was er getan hat und übt Rache. Nicht Rache, Gerechtigkeit. Sucht ihr Weisheit? Hoffentlich hilft euch diese Erinnerung, Utas Pfad zu verstehen. Devos wollte ein vermeintliches Unrecht tilgen, doch Uta war nicht für die Prüfungen des Aufstiegs bereit. Als Verkörperung der Loyalität vom Pfad abzukommen, hat Devos auf einen Irrweg voller Zweifel und Gewalt gebracht. Ihre Hand, Lysonia, hat sich mit Uta schnell angeschlossen. Während unsere Anima abnahm, wurden sie zahlreicher. Ohne Devos wird Lysonia die Führung der Verschmähten übernehmen. Ich bete, dass wir Frieden finden, bevor sie erneut in den Krieg ziehen. Wünscht ihr eine Aufgabe? Aspiranten trainieren über Äonen, um ihren Geist und Körper zu perfektionieren. Sie entledigen sich ihrer Vergangenheit, um frei in die Zukunft blicken zu können. Sie beginnen ein Leben im Dienste der Archon und aller anderen Seelen. Sie dienen einander. Der einst so ferne Aufstieg ist für diese Aspiranten endlich in greifbarer Nähe. Wir haben viel aus diesem Angriff gelernt. Die Archon wird mit den verbliebenen Paragons zusammenkommen, um über Bedrohungen durch die Verschmähten zu beratschlagen. Wir werden euch rufen lassen, wenn wir euch brauchen. Weisheit leite eure Schritte. Und es sieht so aus, als ob er... Sie? Ja. Ich habe da immer ein bisschen Probleme damit. Uns tatsächlich gleich brauchen kann. Die ewige Schmiede. Der oberste Schmied hat die schwere Aufgabe übernommen, unser neues Emblem des Aufstiegs zu erbauen. Er steht schon hier. Natürlich braucht er mehr als nur gewöhnliche Materialien oder Werkzeuge. Er braucht Phaistus, Genese der Äonen, den Hammer der ersten Schmiedin. Er befindet sich im Schrein der ersten Schmiedin in der ewigen Schmiede. Die Verschmähten haben diese Schmiede eingenommen, um ihre eigene riesige Armee von Zenturionen zu erschaffen. Trefft euch mit Mikanikos an der Schmiede, schlagt die Verschmähten in die Flucht und sichert Phaistos für uns. Trefft euch mit Mikanikos an der ewigen Schmiede. Bleibt bescheiden. Wer weiß, wie die Verschmähten meine Schmiede missbrauchen. Sie dürfen nicht auch noch meinen heiligen Phaistos schaden. Phaistos zu retten ist von äußerster Dringlichkeit. Beeilt euch. Kann leider kein Griechisch und weiß nicht so genau, oder Latein, Griechisch eher. Und weiß nicht so genau, wie man das ausspricht, aber ja, vielleicht auch Phaistos. Wenn man es ein bisschen verzieht, dann ist es tatsächlich ein E. Okay, dann... Mal auf zur Schmiede. Friede sei mit euch. Sika, ich hatte euch die Verantwortung übertragen. Wo sind meine Hilfsschmiede? Die Verschmähten haben sie weggeschleppt. Konnte nur euren Goliath retten. Wir sprechen später. Erst müssen wir den Hammer zurückholen.
nur gute Fragen. Sianna, unfassbar, was die Verschmähten meiner Schmiede angetan haben, oder? Wir müssen Festus finden und sie aufhalten. Manche sagen, ich bin pingelig. Ich sage, gründlich. Okay, pingelig und gründlich. Gründlich. Ich werde nach Festus suchen. Für euch habe ich eine andere Aufgabe. Die Verschmähten haben mit meiner Schmiede ihre Armee von Zenturionen erschaffen. Ihre furchtbaren Absichten verderben das Metall, mit dem wir arbeiten. Zerstört ihre Zenturionen, nehmt die Teile und schmelzt sie in der Schmiede ein, um das Metall zu läutern. Kommt anschließend zu mir zurück. Für meinen Plan brauche ich jede Menge Metall. Besorgt 8 geläutertes Metall, indem ihr besudelte Centurio-Komponenten von Centurio-Einheiten sammelt und sie dann in der ewigen Schmiede einschmelzt. Ich werde Festus finden. Sammelt ihr Metall. Keine Kratzer, keine Mängel. Wie kann ich helfen? Mechanikus hat mir die Verantwortung übertragen, aber ich bin keine Kämpferin. Ich konnte die Verschmähten nicht aufhalten. Mechanikus ist kein einfacher Provost. Er ist weise, talentiert, der schlaueste von uns allen. Auch ziemlich eigen. Ohne sein Werkzeug kann er nicht arbeiten. Die Verschmähten haben es überall in der Schmiede verstreut. Ihr müsst Emblem neu erschaffen? Dann holt sein Werkzeug. Sammelt Mechanikus Seelenstahlklammern, seinen funkelnden Strömungskugelkern und sein Gnadenblütenräuchergefäß ein. Oha. Die Bezeichnungen. Ihr, Schlundgängerin. Sehr geschäftig war die Schmiede. Viele Hilfsschmiede bei der Arbeit. Dann kamen Verschmähte. Einige haben ihnen gehorcht, sich auf ihre Seite geschlagen. Aber nicht alle. Ja, rettet Hilfsschmiede, damit sie helfen, Arbeit zu erledigen. Befreit 5 gefangene Hilfsschmiede. Die Zeit läuft uns davon. Na, dann räumen wir hier mal ein bisschen auf. So geht's ja nicht. Oh ja, ist einiges zu tun. Okay, von denen sollen wir geläutertes Metall bekommen. Und von denen auch. Aber man kriegt wohl nicht von jedem, oder? Von denen habe ich nichts gekriegt. Also wieder ein bisschen miese Drop-Chance. Ach nein, wir kriegen besudelte Centurio-Komponente. Centurio. Die muss ich, glaube ich, erst einschmelzen, oder? Ja. Okay, dann kriegen wir ja doch was. So, den Elite, den lasse ich, glaube ich, mal stehen. Ah ja, und dann kann ich das hier reinwerfen. Ist das nicht die ewige Schmiede? Doch, ich war noch zu weit weg. Okay, dann werden wir das jetzt machen. Und wir sollten dann noch irgendwelche gefangenen Schmiede befreien und seine Sachen finden. Okay, dann sammeln wir jetzt erstmal Metall. Gucken, was wir hier noch sonst noch finden. Da müssen wir den töten. Ach ja, wir müssen tatsächlich, weil da hier die Seelenstahlklammern liegen. Ah, gut. Läutert euch im Kampf. Lass ich mal hier mein Ele mit dem rumschlagen. Vielleicht hat er ja sogar mehr Metallteile, das wäre dann auch noch schön. Kritischer Schaden. Nur eins. Naja,
So kommen wir wenigstens erstmal hier ran. Ich hoffe, dass nicht alle Teile so gut bewacht sind. Ja, die können wir gar nicht befreien. Die da nicht. Da gibt es wohl noch andere Gefangene. Jetzt machen wir hier mal noch drei Stücke. Und dann haben wir ja schon mal fünf. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die anderen Teile sind. Oh, hier haben wir noch einen Teil. Die funkelnde Strömungs... Den funkelnden Strömungskugelkern. Und jetzt brauchen wir noch... Hier sind auch noch ein Teil. Wahrscheinlich ganz da hinten irgendwo. Oha. Und die das konstruiert, das Ding? Na, wo ist das letzte Teil versteckt? Und wie befreie ich die armen Hilfsschmiede hier? Okay, der ist an Ketten. Der andere stand aber nur dumm rum. Aber vielleicht muss ich die Ketten anklicken. Und vielleicht gar nicht gesehen im hohen Kreis. Gras. Mal schauen. Den kann ich anklicken, der andere ging nicht. Vielleicht, weil er außerhalb des Gebiets war. Der hat den ja so ein bisschen weggepult. Sonderlich viele gibt es ja aber nicht. Dann machen wir jetzt erst noch mal ein bisschen von dem Erz. Ah, da hinten gibt es noch einen. Warum kann man sich die denn nicht wiederholen? Da ja, im Prinzip auch gefangen oder sind die schon so brainwashed? Gut ausgeführt. Zwei. Wir haben aber immer noch nicht das letzte Gnadenblütenräuchergefäß gefunden, das letzte Teil. Gucken, wo das steckt. Ah, da drüben. Okay. Gucken, wie wir da möglichst unbehelligt hinkommen. Da haben wir noch so einen armen Kerl. Oh nein, der kommt auch nicht mit. Oh, ist doch scheiße, wenn die so ein bisschen verbuggt sind. Seid willkommen. Erlaubt mir zu helfen. Kann es sein, dass es die Weißen sind, die verbuggt sind? Weil die sind so zwei Goldene. Das ist ein bisschen doof. Hätten wir jetzt auch wieder ein Weißer. Okay, der Weiße geht. Interessant. Wir haben es geschafft.
Und noch etwas, habt ihr gesehen, was sie aus meiner Schmiede gemacht haben? Die umgebenden Treppen sind mit Ruß bedeckt und das Feuer brennt genau 3,5 Grad zu heiß. Neue Aufwertungsideen für Zenturionen? Ich verstehe, was den Verschmähten entgeht. Perfektion ist für den Erfolg unerlässlich. Ihr müsst eure Werkzeuge und Ressourcen pflegen. Hier lagern meine Ressourcen. Die Verschmähten haben mich bestohlen. Das werden sie büßen. Das Metall brauchen wir für viele Dinge. Für das Emblem und für meinen Goliath. Kehrt mit neuen Ideen zurück. So kann ich arbeiten. Ein spezielles Paar Klemmen mit einem Seelenstahlkern, die gewaltige Kräfte aushalten. Reagiert auf die Hitze einer Anima-Kohlenpfanne, um Strömungskugeln für präzise Schmiedeprojekte zu erzeugen. Und Mechanikos beschreibt den Geruch als inspirierend. Er kann nicht ohne ihn arbeiten. Sieger hat euch geschickt, mein Werkzeug zu holen. Sie weiß, was ich brauche, um arbeiten zu können. Räumt hinter euch auf! Das wollte ich nicht. Irgendwie sehe ich heute keinen guten Blick auf meine Tasten. Warum auch immer. Ich kann euch einschieben. Ihr habt es geschafft. Was braucht ihr? Viele Hilfsschmiede kehren heute zurück. Vielleicht kommt der Rest auch eines Tages wieder. Wir helfen. Ich werde gebraucht. Die Hilfsschmiede kommen zurück. Macht alles betriebsbereit. Es liegt Arbeit vor uns. Ihr sprecht mit dem ersten Schmied. Meister der Entwicklung in der Bastion. Laut Zika sind die Verschmähten überall. Sie haben nicht nur die Produktion übernommen, sondern auch die Anhöhe. Sie kontrollieren ihre Armeen von den Klippen aus und halten ihre Anführer ständig auf dem Laufenden. Sie haben unseren Schrein zu Ehren der ersten Schmiedin geplündert und ihren Hammer gestohlen. Meinen Hammer. Besiegt ihren Kommandanten und holt Festus zurück. Geht, sofort. Holt Festus, Genesis der Äonen, von Aufseher Atticus zurück. Wir bekommen ein Set-Teil. Ihr besitzt Wert, aber ich besitze mehr. Ja klar, ist der Allerbeste. Der droht natürlich hier oben irgendwo. Kann ich das eigentlich so schießen? Ne. Area. Eine belanglose Begegnung. Ich wollte schon mal ausprobiert und es hat leider nicht geklappt. Ich habe mich mal irgendwie unterbrochen. Da ist er. Ob ich den abstellen kann. Ja. Okay, der ist nicht allein, aber der ist jetzt auch nicht Elite, sondern eigentlich ganz normal. Aber ich hole aber trotzdem mal meinen hübschen kleinen. Mit Festus erschaffe ich Zenturionen, die selbst die Archon zerquetschen können. Nee, wir wollen ihn gerne wieder zurückhaben. Okay, die Wacher da, die sind auch nicht ohne. Die fallen vielleicht ganz schnell. Die könnten wir eigentlich fast ignorieren, aber man hat die halt dann trotzdem in der Wacke. Nur den Aufseher töten. Super, aber... Oh, Hilfe! Was war das denn? Ich glaube, ich hätte nicht im Hammer stehen bleiben sollen, den er geworfen hat. Okay, dann hat er jetzt vielleicht auch keine... Mit Festus erschaffe ich Zenturionen, die selbst die Archon zerquetschen können. Da muss ich nachher raus aus dem. Ja, der Hammer ist das, was so wehtut. Mal wieder heile. Ah, sie schauen nicht in die falsche Richtung. Geht doch genau bei mir. Hä? Ist der Hammer wieder? Schnell weg. Sehr fies.
ist, ist das jetzt nicht so problematisch. Immer wenn ich, wenn der Brock kommt. Ah doch, man kann eigentlich der Sache schon entgehen. Wenn man ein bisschen guckt. So, fall um und gib mir den Hammer. Den auch brauchen. Wir werden es schaffen. Koste es. Was ist voll? Da haben wir ihn. Jetzt mogeln wir uns wieder da hinten rum. Das scheint wohl so ziemlich der sicherste Weg zu sein. Ich hab's geschafft. Ihr habt interessante. Ohne Festus können wir nicht an diesem Emblem arbeiten. Festus ist zurück. Was für ein Tag. Vielen Dank. Seit Äonen reichen wir diesen Hammer an unsere Nachfolger weiter. Sein Platz ist hier in meinen meisterlichen Händen. Noch eins zu tun, bevor wir in die Feste zurückkehren, die Verschmähten und ihre Armee von Zenturionen besiegen. Und dabei hilft uns dieser Goliath, mein absolutes Meisterwerk. Ich brauche noch ein paar helfende Hände. Eure werden reichen. Helft Mechanikos, sein Meisterwerk zu vollenden. Welche Wunder gibt es auf eurer Welt? Und dann rüsten wir uns doch erstmal ein bisschen auf. Oh, 62% Verbesserung. Okay, ich hatte auch nur was Grünes an. Ich bin bereit. Überlasst mich meiner Arbeit. Ich habe diesen Goliath mit einem besonderen Kern ausgestattet. Mit Festus kann ich jetzt meine Seele an ihn binden. Sieger, passt auf. Champion, bringt die verstärkte Rüstung an. Ja, Schmied. Okay, welches davon? Verstärkte Rüstung. Egal. So was Ähnliches haben wir ja schon mal gemacht. Zwei konkurrierenden zu viel da, oder? Mechanikos, ihr verletzt euch selbst. Brauche mehr Anima. Champion, helft mir. Okay, ich soll auch was von meiner Anima dazu packen. Gut, dass ich welche dabei habe. Schwupp. Ich erwache. Ah, würde mich ja nicht wundern, wenn wir den nachher noch steuern müssen. Ich spüre seine Macht in mir. Ich nenne ihn Bronn. Bronn? Ach, Stolz. Ich bin ein sehr beschäftigter Provost. Ein Partner, der meine innere Stärke wie kein zweiter verkörpert. Wahrlich ein Meisterstück von einem Zenturion. Ich verlange eine Herrlektion. Bronns Stärke ist meine Stärke. Unsere Stärke. Was war das? Zenturionen, vorwärts! Tod den Eindringlingen! Sie werden uns überwältigen! Nicht mit Bronn. Keine Sorge. Ich weiß, was zu tun ist. Alle aufsteigen. Wird auch was gedacht. Soll sich auch lohnen, wenn man mit so einem Viech unterwegs ist. Faszinierende Waffe. Darf ich mal sehen? Die Verschmähten mobilisieren ihre Armee. Wir können nicht zulassen, dass sie losmarschieren. Stimmt euch auf Bronn ein, teilt eure Kraft mit ihm. Dann zerstören wir drei diese neue Armee von Zenturionen. Reitet auf Bronn, besiegt 30 Soldaten der Verschmähten und zerlegt zwei Kolosse in der ewigen Spiele. Teilt eure Macht mit Bronn. Die Verbindung mit euch wird ihn stärken. Na, dann mal los. Und wir sitzen tatsächlich alle drei da drauf. Die Kampfstärke zu messen. Vorwärts. Das ist eigentlich süß, weil ich mache wahrscheinlich. Nee, Bronn macht das. Bronn schmettert. Und Provost werfen. Oh! Bronn schleudert Mechanikos Hilfsschmiede auf den anvisierten Koloss der Verschmähten, damit sie ihn zerlegen. Ah, das ist dann da. Okay, dann probieren wir mal aus. 30 Streitkräfte. Wie stark sind wir? Denn das ist wahrscheinlich mit Cooldown, denke ich. Wettert vor sich auf den Boden. Es ist ja ein bisschen wie die Daily. Müsste eigentlich ganz gut gehen. Also die 30 keinen Schritt weiter. Legt eure Waffen nieder.
Okay, der ist nicht ganz so stark wie bei der Daily. Meine Aufgabe ist erledigt. Ja, komm, ein bisschen schneller hauen, sonst wird das nichts hier. Die spielen auch gerade total bescheuert. Besser. Zu und jetzt müssen wir mal gucken. Schaden. Okay, er heilt ihn tatsächlich. Da ist so ein Hilfsschmied. Und wir müssen ihn werfen auf. Wo lässt er verschmelten? Da ist ein Bestrafer. Muss ich mir dann erst einen schnappen? Das machen wir erstmal ein bisschen platt. Ihr habt mich dazu gezwungen. Na komm, das reicht erstmal. Zu viel Schaden. Wo sind zwei? Muss ich aber doch mal gucken, wo der Koloss ist. Wo ihr seid. Lässt sich ein bisschen, oh, das sind drei Elite. Lässt sich ein bisschen blöd steuern irgendwie. Dann halt rückwärts. Ah, diesmal haben wir richtig gut getroffen. Die müssen tatsächlich direkt davor stehen. So, jetzt hätte ich aber gerne mal so einen Koloss. Da vorne ist einer. Boah, der läuft halt so lahm. Ah, das ist mir schon bei der Ehrenstadt gefallen. Inakzeptabel. Das heißt, der so ein bisschen Anlauf braucht beim Loslaufen. Okay, das ist dieser Koloss. Anima erschwindet. Nicht zur Seite laufen. So, und jetzt muss ich mir jetzt erst so einen Schmied schnappen, oder geht das so? Benötigt Koloss, okay. Geht. Los, meine Hilfsschmiede! Okay, Coach, tatsächlich, der tut da oben rumhämmern, da oben. Habt ihr das gesehen? Hilfsschmiede, bereit abgebaut. Für Abschuss! Gut, jetzt brauchen wir noch den zweiten. Kann man hier noch was nochmal was machen? Nö, wir müssen da rüber. Zu dem anderen. Das wird schnell vorbei sein. Na, ihr habt mich dazu gezwungen. Widerstand ist nicht ratsam. Aber er repariert gut da oben drauf. Muss ich sagen. Also die Gegenheilung. Meine Aufgabe ist erledigt. Ich hole die mal einfach mal so. Damit ich nachher auch wieder Cooldown habe hier hinten. Macht euch kampfbereit. Ja, außer Reichweite, wieso? Verschmähte gründlich geschlagen. Und wir werden auch gleich zurückgebeamt. Sehr schön. Vielen Dank. Welche Wunder. Fantastisch. Born wird immer stärker dank eurer Kraft. Oh, wird er das? Jetzt bauen wir mit Festus das neue Emblem. Kommt, wir gehen zurück in die Elysische Feste. Als Sieger. Kehrt zu Polemarch Adrestes in die Elysische Feste zurück. Ron und ich treffen euch bei der Elysischen Feste. Sika, ihr übernehmt. Keine Angriffe der Verschmähten zulassen. Okay, ich gebe alles mein klar. Bestes. Schafft sie das allein? Ja, mit Bronn halt, in dem Fall. Mikarnikos, wo guckt er denn hin? Ah, natürlich zu Bronn, wie er hämmert. Und das ist jetzt dieses Emblem. War das... Ach stimmt, am Anfang war es ganz, dann wurde es ja durch den Angriff zerstört und jetzt wird es wieder aufgebaut. Ah, ja, ist klar. Gerade war ich ein bisschen irritiert, weil ich hatte das jetzt nicht so in Erinnerung, dass es kaputt war zwischendurch, aber vielleicht einfach, weil ich nicht in der Story war. Was beunruhigt euch?
Mikanikos ist gerade erst mit seinem neuen Centurio zurück. Eine ziemlich einzigartige Einheit. Um das Festus endlich wieder in die Hand eines Gyrianers und das Festus endlich wieder in der Hand eines Gyrianers ruht, ist eine gute Nachricht. Die Archon wird zufrieden sein. Ich bin ein sehr beschäftigter Provost. Das Emblem ist fast fertig. Die Ehre des Feinschliffs überlasse ich euch. Ihr habt viel geschafft. Hier, bitte nehmt Festus und führt den letzten Schlag aus. Schmiedet das Emblem des Aufstiegs fertig. Wir kommen nochmal, oh, Phalanx des Mutes, unser Reittier. Oh, schon? Hier kriegt man das aber früh. Kehrt mit neuen Ideen zurück. Na dann, fangen wir mal an. Ich nehme Festus. Ein Schlag. Nutzt all eure Kraft. Oh, ich gebe mir Mühe. Schmiedet die Basis des Emblems. Das heißt, das wird noch größer. Okay, jetzt sieht es wieder aus wie vorher, oder? Also so sah das vorhin schon aus. Jetzt sind hier aber noch solche komischen Orbs, die wahrscheinlich dann irgendeine Funktion haben. Oh, da bin ich aber gespannt, was da draus wird. Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie das Herz des Waldes. Also dieses Zentrale, was aufgebaut wird. Nur halt ist das jetzt hier halt dieses Emblem. Aber ich glaube, bei den Nachtfee haben wir nicht so früh das Mount bekommen. Das hatten wir doch erst ziemlich gegen Ende, oder? Neue Perfektion. Es ist wunderschön. Ja, aber noch nicht fertig. Viel Arbeit lohnt sich am Ende. Ganz bestimmt. Manche sagen, ich bin pingelig. Heute gehen wir einen großen Schritt in Richtung Wiederherstellung des Weges der Kyrianer. Dieses neue Emblem macht die Aufgestiegenen stärker als zuvor. Wir brauchen sie vielleicht. Laut meinen Beobachtern hatte Tenios recht. Lysonia führt die Verschmähten an. Und auch Uta, wie ich befürchte. Ich informiere die Archon. Ruht euch aus, bis wir weitere Pläne haben. Kommt, Bronn. Genießen wir die Früchte der Arbeit. Wir schreiten jetzt natürlich in der Story schneller voran als bei den Nachtfee. Konnte ich wöchentlich nur weitermachen. Und jetzt schon früher, weil ich eben öfter Ruhmstufen bekomme. Aber wenn das so weitergeht, dann ist ja meine... Oder sind meine Twinks schneller in der Ruhmstufe oben? Aber ich könnte mir vorstellen, dass dann, wenn man so weit ist, wieder Main, dass das dann wieder aufhört. Ich bekomme nämlich auch durch diese Dailies jeweils Ruhmstufen hier als Twink. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, nur so lange, bis man gleich auf ist mit dem Main. Wir werden es ja sehen. Deswegen gibt es hier jetzt erstmal einen Cut zur Story. Die geht dann beim nächsten Mal weiter. Und hier hinten haben wir aber noch eine Quest. Und zwar wollte ich die mit aufzeichnen. Denn da geht es um... Ja, Sterbliche. Das Transportnetzwerk. Und da wir da bei den Nachtfee ja eigentlich eine ganz nette Geschichte hatten mit dem Pilz, dachte ich, ich schau mal, wie das hier ist. Vielleicht ist das ja auch ganz nett. Unsere Auserwählten fliegen mit Leichtigkeit über der Bastion und sorgen für Sicherheit und Wohlergehen aller im ganzen Reich. Vor langer Zeit haben wir ein Netzwerk aus Anima-Portalen gegründet, damit unsere Aspiranten, Goliaths und Provosten noch schneller durch das Reich reisen können. Zieht los und aktiviert erneut dieses Netzwerk, damit auch ihr in Windeseile dort sein könnt, wo man euch benötigt. Aktiviert das Transportnetzwerk. Disziplin in allen Dingen. Hier haben wir da hinten schon unsere Baustelle. Das Reisenetzwerk. Vielleicht sind ja deswegen die Flugpunkte so ein bisschen nervig verteilt, damit man dann als
Paktangehöriger wenigstens ein bisschen. Ja. Bisschen praktischer unterwegs ist, weil also teilweise nervt es mich schon. Und ich finde zum Beispiel schade, dass man diese Pflugpfeife nicht mehr benutzen kann hier. Betrachtet meine Waren. Es ist eine Ewigkeit her, dass die Anima-Portale aktiv waren. Ihr müsst jetzt nicht mehr mit dem Larion in Bereich der Bastion reisen, Schlundgängerin. Dank der jetzt wieder aktiven Portale könnt ihr ohne Zeitverlust an alle Orte reisen, an denen ihr gebraucht werdet. Aber ihr benötigt immer noch einen Larion, um nach Oribos zurückzukehren oder in andere Reiche zu reisen. Probiert es gleich einmal aus. Verwendet das ewige Tor, um an einen beliebigen Ort im Bereich der Bastion zu reisen und dann ein beliebiges, ewiges Tor, um zur Elysischen Feste zurückzukehren. Bis sich unsere Schicksale wieder kreuzen. Okay. Bin gespannt, wo wir da rauskommen. Noch wissen wir es nicht. Aha. Okay, wir haben hier 3 Stück. Und da können wir uns jetzt eins aussuchen. Ja, dann nehmen wir doch das da, wo die 1 steht, oder? Ach nein, das ist nur, weil ich da noch eine Quest habe. Ach, dann nehmen wir doch das. Im Prinzip ist es ja egal. Flupp! Nimmt ein ewiges Tor zur Elysischen Feste. In dieser Gegend herrscht Chaos. Glücklicherweise haben wir Provosten, die sich um alle unsere Probleme kümmern. Stellt bitte die Ordnung wieder her. Gut. Erstmal aussprechen lassen. Und dann düsen wir wieder zurück zur Elysischen Feste. So, da sind wir wieder. Einmal gebeamt. Huch, und dann bin ich ganz schnell. Tatsächlich, wir haben einen Buff Bewegungsgeschwindigkeit um 300 erhöht. Muss man ja gucken, dass man nicht aus Versehen über eine Plattform schießt. Wir haben viel zu besprechen. Bald werden wir vielleicht neue Orte für unsere Portale öffnen können. Helfus kann euch mehr dazu sagen. Nutzt es weise. Okay, das heißt, hier gibt es quasi kein Rufsystem entsprechend. Weil bei dem Pilz haben wir ja tatsächlich ein Rufsystem und hier gibt es nur ein ganz simples Portalsystem. Dann müsste es aber doch auch noch eine andere Fraktion geben, die wir hier leveln können, sonst wäre das ja irgendwie ungerecht, oder? Wenn es hier gar keine andere Ruffraktion noch gibt. Aber ich sollte mich nicht beschweren, vielleicht kommt ja noch. Was? Denn wir haben ja noch andere Dinge, die wir erforschen können. Ihr steht vor den Aufgestiegenen. Zum Beispiel dem Pfad des Aufstiegs. Ein uralter Kampfritus, bei dem ihr die Rolle des taktischen Anführers für Champions der Bastion übernehmt, um ihr Können gegen eine Reihe mächtiger Gegner zu prüfen. Oha. Also, wenn es das ist, was ich jetzt gerade denke, hier irgendwie keine Lust dazu, aber okay. Wir müssen es ja sowieso. Wir haben hier überall schon eins erforscht, es fehlt nur noch das. Also werden wir das jetzt mal erforschen und ich berichte dann, wie es da weitergeht. Geht und dient. Ach ja, und fast vergessen. Wir müssen ja noch das Mount anschauen. Was wir bekommen haben, Phalanx des Mutes. Unser Mechano-Mount. Ja, ich glaube, das ist hübsch genug, dass wir das auch als unsere Favoriten hier markieren können. Das ist doch passend. Yes.